Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Minister hat berechtigt auch zu den Kommunen gewiesen beim Thema Radwege. Aber, Herr Minister, wir haben zwei große Probleme. Das einmal ist das Thema, wo das Geld hernehmen für die Sanierung. Denn es nützt nichts, dass wir eine Flickschusterei machen und übertünchen, wenn muss man ordentlich sanieren. Sie wissen selbst am besten, wie teuer das ist. Wenn wir derzeit im Kreis Plön 6 Kilometer erneuern, Fahrbahn und Radweg, kostet das 1,2 Millionen. Da kann man sich ausrechnen, wie viel man da im Jahr zustande kriegen kann. Und das zweite Thema ist die Frage der Bäume, die wir haben, weil das Wurzelwerk ständig durchschlägt. Und darüber müssen wir, wenn wir auch mal sprechen miteinander, dass wir wenigstens keine Bäume dicht an die Radwege neu pflanzen und uns auch überlegen, wie wir bestehende vielleicht zurücksetzen können, weil wir sonst in Kontinuität in eine Sackgasse der Sanierungsprobleme an Radwegen kommen. Das können wir gar nicht mehr bezahlen, was dort ist, meine Damen und Herren. Und darüber müssen wir schon mal ehrlich miteinander sprechen. Und das sind die Kernprobleme, die wir in der kommunalen Familie dazu haben. Und es ist vollkommen richtig, es nützt doch nichts, wie es in manchen Städten ist, dass man da den Pinsel nimmt und nimmt eine Straße und malt da was hin und sagt, das ist der neue Radweg. Nein, Radweg heißt für mich, dass man ihn auch tatsächlich als solchen benutzen kann. Und damit bin ich beim anderen Thema. Wir stellen auch bei uns zunehmend fest, dass die Radwege nicht mehr benutzt werden. Einer der Gründe ist natürlich der Zustand. Und der andere ist auch, dass manche meinen, sie haben auf den Straßen mehr Rechte. Wir müssen uns also schon über die Frage, ob Radwege auch genutzt werden, unterhalten. Thema Benutzerpflicht, da gibt es ja entsprechende Dinge, über die man möglicherweise sprechen kann. Dritter Punkt, Tempolimit. Ich bin beim Autobahn bei all denen völlig bei Ihnen und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass das ein zunehmendes Problem bei Kitas, Schulen, Heimen ist in engen Straßen, die wir heute haben vor Ort. Da erwarten die Bürgerinnen und Bürger, dass wir etwas tun und dass uns dazu mehr einfällt. Das muss ich einfach so klar sagen. Wir haben das übrigens auch im Plöner Kreistag vergangene Woche auf Antrag der CDU und auf meinen Antrag hin alles so beschlossen. Und der vierte Punkt ist die Frage der Kreuzungen. Die Kreuzungen sind zunehmend und die Unfallschwerpunkte, Verkehrsunfallschwerpunktprobleme. Die Leute rauschen zum Teil mit hoher Geschwindigkeit durch. Wir haben bei uns auf der Strecke Lütschenburg-Schönberg auf der Höhe Starkendorf 200 Leute wurden kontrolliert und 98% sind zu schnell gefahren. Und das ist nicht nur dort, das ist in vielen Bereichen. Also ich möchte den Blick bei Ihnen schärfen zum Thema Kreisel, weil ich glaube, dass Kreisel eine Möglichkeit sind. Wir haben sie bei euch, Johannes, Kollege Kalsen, stark in Schleswig-Flensburg, woanders. Kreisel federn den Verkehr ab. Und sind eine Möglichkeit, entsprechend zu drosseln. Ich wollte einfach die Chance nutzen, ein Stück mehr zu machen. Und die letzte Bemerkung, Frau Präsidentin, die ist zum Thema Wildunfälle. Unser Kreis ist einer der wildreichsten in Deutschland. Wir haben 41% der Unfälle bei uns durch Wildunfälle. Und wir haben in Rahsdorfer Passau eine Verkehrswarnanlage, von der die Polizei, sagt, und auch unsere Erfahrung ist die, sie bewährt sich wohl durchaus nach einigen Jahren. Kommen Sie bitte Meine zum Schluss. Meine Anregung geht dahin, weil wir davon im Grunde genommen in jedem Kreis 15, 20 gebrauchen könnten, ob man dem näher tritt, auch an anderen Stellen dies zu machen. Und dies, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollte ich gerne vorgetragen haben, weil das nicht über Bundestagswahl hier geht, nicht über Ideologie, sondern einfach um die praktischen Probleme vor Ort. Ich danke für die Aufmerksamkeit.